Der Sega Mega Drive Klassiker Toe Jam & Earl bekommt einen neuen offiziellen vierten Teil und diesmal auch für die Nintendo Switch. Da ich aber nicht unbedingt der große Sega-Kenner bin und auch die ursprünglichen drei Toe Jam & Earl Teile nie gespielt habe, habe ich mir für diesen Test Unterstützung geholt. Und wer ist da besser für geeignet als der Bit Bandit? Als Sega-Kenner und ziemlicher Sega-Freak kann man sagen, hat er sich nämlich das aktuelle Toe Jam & Earl für die Nintendo Switch angeschaut und wird jetzt in diesem Video euch seine Meinung dazu sagen. Schaut es euch an und lasst dem lieben Mike auch sehr gerne ein Abo da. Seinen Kanal blende ich dann in einer Infobox ein. Viel Spaß, jetzt das Video zu Toe Jam & Earl für die Nintendo Switch. Toe Jam & Earl sind nach einer gefühlten Ewigkeit zurück mit Back in the Groove. Bevor wir zum aktuellen vierten Ableger kommen, lasst uns kurz 30 Sekunden zurück in die Vergangenheit gehen. Toe Jam & Earl war damals etwas ganz Eigenes, heute würde man so etwas Dungeon Crawler oder auch Roguelike nennen. Mit zwei sympathischen Aliens geht es durch zufallsgenerierte Welten, um alle Teile für sein Raumschiff wiederzufinden. Basslastige Musik und viel Humor sorgen für ein unterhaltsames Spiel. Teil 2, Panic on Funkatron, versucht das Konzept in einen 2D-Plattformer zu wandeln. Optisch hat es eine ordentliche Schippe draufgelegt, ist durchaus ein würdiger Nachfolger. Aber Teil 1 war doch etwas Besonderes. Aber das Sequel hatte wenigstens ein Passwortsystem und einen einfachen Modus. Teil 3, Mission to Earth, kam 2002 exklusiv für die Xbox Classic. Der große Sprung in 3D, meiner Meinung nach leider nicht so gut geglückt. Als Fan spiele ich es trotzdem gerne, aber aus technischer Sicht nicht ganz so gut. 17 Jahre später ist nun endlich der vierte Ableger Back in the Groove am Start, wobei das ja mehr ein Reboot ist. Die Story könnte bekloppter nicht sein. Toe Jam und Earl sind mit den Mädels Latisha und Levander in dem Raumschiff von Lamont unterwegs Richtung Erde. Damit wir Erdlinge gute Musik um die Ohren haben, drehen sie die Megawatt-Lautsprecher bis zum Anschlag auf. Toe Jam hat noch das Verlangen nach dem Mega-Subwoofer. Jetzt gibt es zwei Buttons, einen für den Mega-Subwoofer und einen, um ein schwarzes Loch zu generieren. Earl überlegt und da Rot verlockender ist, wird die Erde und das Raumschiff in ein schwarzes Loch gezogen. Auf einmal ist man in einer Waschmaschine, die alles gut durchschleudert und die Erde wird in kleinen Plattformen wieder ausgeworfen. Puh, was eine Einführung. Back in the Groove ist bei Weitem einsteigerfreundlicher als das Original. Es gibt sogar eine Tutorial-Welt, die einfach ist und alles gut erklärt. Aber jetzt nicht mit nervigen Textboxen, sondern Toe Jam kommentiert aus dem Off. So bleibt der Spielfluss gegeben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Als geübter Spieler fängt man mit der festen Welt an. Anfangs stehen euch 6 Charaktere zur Auswahl. Die klassische Version von den zwei Protagonisten, die moderne Version der beiden, Latisha und Levander. Jeder der Charaktere hat seine eigenen Attribute und Spezialfähigkeiten. So Sachen wie Lebensbalkenlänge, Geschwindigkeit und Inventargröße sind ja klar. Auf den Rest gehe ich später nochmal ein. Habt ihr einen Charakter ausgewählt, könnt ihr noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Normal, Pups einfach oder Kinderleicht. Habt ihr noch nie ein Spiel der Reihe gespielt, dann traut euch ruhig den Anfang auf Kinderleicht zu machen, damit es nicht gleich frustrierend wird. Wollt ihr aber neue Modi und Charaktere freischalten, muss man auf Normal spielen. Endlich im Spiel angekommen. Es orientiert sich sehr, sehr stark am Erstling. Ihr habt eine isometrische Sicht und bewegt euch darauf allein oder auch zweit fort. Die Steuerung geht wirklich gut von der Hand, sogar besser als früher, wie ich finde. Denn mit einem Analogstick spielt sich ein Spiel mit dieser Perspektive deutlich angenehmer als früher mit dem Steuerkreuz. Viele Knöpfe braucht ihr ohnehin nicht. Inventar öffnen, Sachen benutzen und mit der Welt interagieren. Mehr ist es nicht, aber das braucht es auch nicht. Das Ziel besteht darin, jedes Level abzugrasen, um den Aufzug zu finden, der euch in das nächste Level befördert. Aber das große Ziel ist natürlich, die Teile für euer Raumschiff wiederzufinden. Ob sich ein Raumschiffteil in dem Level befindet, seht ihr oben neben der Levelanzahl. Auf X könnt ihr die Map ein- und ausblenden, aber mein Tipp, lasst sie immer an. Befindet sich kein Schiffteil in dem Level, ist es eure Entscheidung, ob ihr gleich den Aufzug aufsucht, um in die nächste Ebene abzuhauen oder ob ihr das Level erkundet. Denn es gibt hier einiges zu sehen und zu finden. Außer laufen können die Aliens nicht viel und auf Dauer wäre das ja ziemlich langweilig, wenn man von den Gegnern immer nur weglaufen würde. Die Geschenke sind eure Freunde. Sie liegen in der Welt verstreut rum, könnt aber auch beim Postkasten Geschenke kaufen. In denen befinden sich alle möglichen Sachen, ob es euch hilft oder nicht, sei mal dahingestellt.
Anfangs ist es auch nicht ersichtlich, was euch in dem Geschenk erwartet. Es könnten Power-Ups sein, wie schnelle oder springende Schuhe, eine Zwille oder auch ein Ghetto-Blaster, der die Gegner tanzen lässt und ihr somit ein paar Sekunden Ruhe habt. Auch Snacks sind wichtig und kommen in einigen Geschenken vor. Aber keine Sorge, auf der Welt liegt auch genügend zu essen rum. Außer ihr zieht euch schlechtes Essen rein, dann wird sich ordentlich übergeben. Es gibt aber auch fiese Geschenke, die Gegner direkt vor euch spawnen lassen oder ein großes Schild über euren Kopf, das eure Position preisgibt und dazu einen riesen Lärm macht. Das macht dann alle Gegner in der Nähe darauf aufmerksam und dann verfolgt euch Gott und die Welt. Ihr erinnert euch an den Charakterauswahlbildschirm und die Attribute. Die Geschenkfertigkeit hilft euch unter anderem, dass es weniger kaputte Geschenke gibt oder ein Geschenk sogar verstärkt ist. Es ist auf jeden Fall jedes Mal unterhaltsam, wenn man ein Geschenk benutzt. Denn selbst ein Power-Up wie springende Schuhe kann in die Hose gehen. Wenn man es jetzt nicht unter Kontrolle hat und in den Abgrund hüpft, aber dann seid ihr nicht tot, sondern fliegt nur ein Level nach unten. Einfach wieder den Aufzug aufsuchen und ihr seid wieder oben. Nach Geld solltet ihr auch die Augen offen halten, denn damit kann man auch einiges anstellen. Zum Beispiel kaputte Geschenke bei Doc Brown reparieren lassen, mit den Nerds würfeln, dabei könnt ihr dann noch mehr Geld gewinnen oder auch etwas zu essen kaufen. Mit Geld lassen sich auch Geschenke identifizieren. Habt ihr ein Geschenk dieser Sorte schon mal geöffnet, ist es ersichtlich, was drin ist. Aber ein neues Geschenk sind immer mit einem Fragezeichen versehen. Die Gegnerbandbreite lässt auch keine Wünsche offen. Alien-Groupies, Jodler, Steinzeitmenschen, Omas mit Kinderwägen oder ein Man in Black Dude mit seinen Blitzdings. Das waren nur einige der abgedrehten Charaktere, die euch hier erwarten. Es gibt auch Momente, in denen nicht sofort ersichtlich ist, ob das jetzt ein Gegner ist oder nicht. Aber das werdet ihr dann selbst rausfinden. Zum Ausgleich gibt es auch freundliche Gesellen, die euch für ein paar Dollar ihre Dienste anbieten. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber zum Beispiel eine Opernsängerin läuft euch dann für eine kurze Zeit hinterher und lässt alle Gegner verschwinden. Oder ein Pharao, der Geheimnisse aufdeckt. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass unten links neben dem Heldensymbol Würstchen steht. Das ist euer Level. Ganz unten links ist die XP-Anzeige. Sie füllt sich durch Benutzen von Geschenken, Aufdecken der Karte oder Interagieren mit der Welt. Ist sie voll, leuchtet bei der Anzeige der weiße Karottenmann auf. Sucht ihn auf und er levelt euch auf und verstärkt 3 eurer Attribute. Was zwingend notwendig ist, denn in den höheren Level werden die Gegner schneller und aggressiver. Es gibt Ränge wie Dumpfbacke, Nuss, Nerd und Dude. Hier und da gibt es sogar ein Minispiel. Ein Rhythmusspiel, in dem ihr im Takt die richtigen Knöpfe drücken müsst oder ein verrücktes Sidescroller-Level, in dem ihr XP-Punkte und Geschenke sammeln könnt. Erreicht ihr Level 10, schaltet ihr den zufallsgenerierten Modus frei. Ich habe sofort den festen Modus beendet und bin in den zufallsgenerierten. Denn das ist für mich ToeJam & Earl und macht auch den Wiederspielwert aus. Die Levelaufmachung variiert auch. Es ist nicht nur immer alles grün. Mal ist Schnee, mal Wüste, bei denen das Fortbewegen ein wenig erschwert ist, außer ihr bleibt schön auf dem Weg. Oder Dunkelheit und ihr habt nur eine Taschenlampe. Oft denkt ihr euch auch, ihr habt jetzt die Oberfläche abgesucht, aber findet den Aufzug nicht. Geht immer schön neben dem Abgrund entlang, da tauchen dann oft versteckte Wege auf. Grafisch gefällt mir das Ziel ziemlich gut. Dieser Cartoon-Stil erinnert mich stark an die frühen 90er und die Charaktere sind mit sehr viel Liebe designt. Ist aber natürlich wie immer Geschmackssache, aber es passt wunderbar zu dem ToeJam & Earl Universum. Und solange es flüssig läuft, ist doch alles gut. Die Musik ist auch genau das, was man hier will. Funkiges Bassgesleppe. Also wer mit sowas überhaupt nichts anfangen kann, dem wird der Soundtrack nicht glücklich machen. Lässt man mal den Nostalgiefaktor in meinem Fall weg, ist Back in the Groove das deutlich bessere Spiel. Es ist einsteigerfreundlicher, hat diverse einstellbare Schwierigkeitsgrade und das Beste, ihr könnt das Spiel speichern. Ihr habt sogar 5 Spielstände, so könnt ihr verschiedene Modi mit verschiedenen Charakteren starten. Ein wirklicher Segen, wie ich finde. Geht ihr allerdings Game Over, ist der Spielstand futsch. Auch so Sachen wie die Steuerung mit dem Analogstick, dass die Karte konstant am Bildschirm ist oder auch, dass es viel mehr Essen gibt, das die Lebensanzeige auffüllt, macht das Spielgefühl bei Weitem angenehmer. Zufallsgenerierte Welten, Freispielen von Modi und Charakteren oder auch die Jagd nach Erfolgen sorgen für ordentlich Langzeitmotivation. Mein Highscore war bisher 8 von 10 Raumschiffteilen, also ist für mich selbst noch einiges zu tun. ToeJam & Earl war, ist und bleibt aber ein sehr spezielles Franchise. Entweder man liebt es oder man kann damit nichts anfangen. Habt ihr aber mal Lust auf ein komplett anderes Spielgefühl und habt im besten Fall sogar einen zweiten Spieler zur Hand, dann habt ihr bestimmt eine lustige Zeit vor euch. Ihr müsst euch nur darauf einlassen, dass es kein schnelles Actionspiel oder dergleichen ist. Fühlt euch nicht gestresst, ihr habt kein Zeitlimit und da es jetzt kein 50-Stunden-Spiel ist, ist es jetzt auch nicht so wild, wenn man mal Game Over geht und von vorne anfangen muss. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und danke an Human Nature Studios, dass ihr es mit so viel Liebe entwickelt habt und ich nochmal Kind sein kann.